Zwei Tanklöschfahrzeuge, ein Löschfahrzeug, ein Rüstwagen und zwei Drehleitern. Das ist die Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Deckendorf. Also der Rahmen ist relativ leicht abgesteckt. Wir haben das, was wir brauchen, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Uns wird ja immer die Berufsfeuerwehr hier vorgehalten. Wir müssen im Prinzip das Gleiche verhalten wie die Berufsfeuerwehr. Hier in Deckendorf passiert ja nichts anderes. Und bei Einsätzen aller Art brauche es eben auch Spezialwerkzeug. Also überzogen sind unsere Wünsche wirklich nicht, sondern wir orientieren uns am Bedarf. Wenn es nach dem Bayerischen Städtetag geht, soll in Zukunft aber an der Ausrüstung gespart werden. Damit will man auch dem kürzlich aufgedeckten Skandal um Preisabsprachen bei Anbietern entgegenwirken. Generell gilt, dass häufig die Kosten für die Ausstattung bei Feuerwehren überhöht sind. Ein Kollege hat das mal so genannt: Alles, wo Feuerwehr draufsteht und was rot ist, kostet gleich das Doppelte. Die Forderung nach Spezialgerät sei bei manchen Feuerwehren aber durchaus berechtigt. Trotzdem glauben wir, dass wir insgesamt Kosten senken könnte, insbesondere durch Sammelbestellungen, dass sich also mehrere Feuerwehren zusammentun und das Gleiche eben öfters bestellen. Da könnte man sicher eine Menge Geld sparen. Und wir sind auch, oder der Deutsche Städtetag ist auch dabei, das vorzubereiten. Fest steht, ohne eine zeitgemäße Ausrüstung werden sich die Freiwilligen Feuerwehren schwer tun, den Nachwuchs zu halten. Ja, schauen Sie, das ist ganz einfach erklärt. Wenn Sie jetzt Feuerwehrfrau wären bei mir und Sie müssen bei minus 20 Grad raus und dann, wie im Dezember passiert, über Stunden Löscharbeiten durchführen und dann haben Sie eine Kleidung, die minderwertig ist oder die halt einfach nicht dem Jahre 2011 entspricht, dann werden Sie wahrscheinlich nicht sehr lange bei mir Mitglied werden, für nichts, für überhaupt nichts. Eine mögliche Konsequenz: bei sinkenden Ausgaben muss die Bereitschaft der Feuerwehrleute eben steigen. Nur so kann die Feuerwehr auch in Zukunft ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich der Sicherheit der Bürger, nachgehen.